Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video meinerseits. Wir sind heute im Legoland Bill und ich freue mich schon voll drauf. Ich hoffe auch so ein bisschen, dass es das Lego-Set hier noch gibt von dem Lego-Park. Dieses ist das Lego-Set, was ich nur Lego-Parks gibt. Als ich es gesehen habe, dachte ich mir so, du bist jetzt noch im Legoland Bill und kannst es mitnehmen. Ich hoffe, die haben das noch. 90 Euro ist für Lego heutzutage leider günstig. Ja, auf jeden Fall gehen wir jetzt Richtung Legoland. Der Park ist gerade noch zu, weil wir so früh hier sind. Der ist noch zu, weil wir so früh hier sind. Matthias! Es gibt nicht zu früh. Es gibt nie zu früh für Lego. Nein. Alex ist die motiviert wie immer, wenn wir in Legoland sind. Also ist alles am Alten und wir freuen uns alle drauf, außer Alex. Viel Spaß beim Video. Alex will nur essen. So Leute, wir sind jetzt im Legoland und wir haben irgendwie nur 2 Minuten draußen verbracht, aber es war schon der witzigste Legoland-Besuch bis jetzt, den wir jemals hatten. Die Mitarbeiter sind so motiviert und so witzig und so freundlich, das ist einfach schön. Sei mit dabei, wenn das Abenteuer Wirklichkeit wird. Wow! Wir sind nämlich nur hier für die neue Show. Wir hoffen, wie gesagt, wir hoffen alle, dass es dass wir schon Steckenpferde genutzt werden statt echte Pferde, weil ich halt keine Ahnung habe, wo die Pferde sein sollten. Deswegen hoffe ich einfach, dass es Steckenpferde sind. Oh, guck mal, Seifenblasen. Es ist einfach schön. Bubbles! Motivation ist gerade so auf dem Level. Ich bin gerne hier, es ist schön. Ich mag das Legoland. Kindheitserinnerung. Ja, das ist auch quer. Ich nicht? Ich sitze ganz normal gerade. Ja, Lügen haben kurze Beine. Ich hab einen ganzen Witz für mich alleine. Allein. Ich sag immer, wer alleine ist, hat mehr Platz für sich selber. Oh, das ist ja geil. Ja, ne? Guck mal, Alex hat es auch erkannt. Alex hat es noch nicht erkannt. Was? Du musst dich so wie wir hinsetzen. Voll an diese. Nein, ich sitze entspannt. Das ist nicht bequem. Ich bin gerade voll aufgeregt, weil ich das Legoland toll finde, ja? Das ist auch toll. Eben. Deswegen lass mich so excited sitzen, wie ich will. Gute Attraktion. Ja. Drei. Egal. Drei. Hallo, die Drachenbahn ist aber ja mega. Deswegen steht die auch in jedem Lego-Park. Natalie, ist Last Row geil oder bist du geil? Was ist geil? Legoland. Da ist Froschturm. Ab. Das ist noch zu. Ah, die ist auf jetzt. Ja! Voller Freude und Motivation hier. Dip! 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 Nächster Block ist noch vorbei. Ja. Ist zu schnell gefahren. So, wir sind jetzt gerade mit der coolen Parkeisenbahn gefahren. Und was haben wir jetzt? Geisterschloss? Oder SPP? Aber das ist cool. Haunted Mansion Legoland. Haunted Mansion Legoland. Ach, herrlich, herrlich. Das ist ein Froschtor. Froschtor? Ja, als Lauch kannst du auch noch mitfahren. Ich dachte gerade, die Fahrt ohne Bügel, aber unten da. Ghost, the Haunted House. So, wir waren jetzt gerade in Gales, dem besseren Haus als das Musical. Und jetzt gehen wir nach hinten Richtung Polar Explorer, Showstalken, Pinguine in die Richtung. Und dann haben wir da unseren Späßchen, weil wir hoffen, dass es da noch ein bisschen leerer ist. Aber, naja, mal schauen. Legoland ist sogar so immer leer, scheißegal, wo man herkommt. Weil es einfach sich so gut verläuft, der Park ist einfach so gut gebaut, dass es immer leer ist. Naja, soll man auch erstmal schaffen. Jetzt Ballon. Spannend! Geil. Ist in dem Mülleimer eine Box verbaut? Im Stein. Im Stein? Geil! Also Hansa-Park-Style? Noch nicht. Noch ist kalt. So, wir haben uns doch dazu entschieden, dass Natalie erstmal auf Klo geht und wir gleich Lego Canoe fahren. Corrado Adventure River
bla, Lego-Kanu. Ja, Q-Line in die Bootsfahrt. Schön. Seit wann hat der Sound? Alter! Hat Maddie Magic noch nicht nachgelegt. Adler hat Sound, Leute. Awesome. So, da sind wir jetzt Lego-Kanu gefahren. Stimmt. Wo wir jetzt gerade Lego und Kanu gefahren sind, ist natürlich ein bisschen nass geworden, ja auch. Der Rest merkt ja gar nicht. Jetzt fahren wir gleich den Dark Ride. Und oh, wir sind so gespannt auf die Show. Das glaubt ihr gar nicht. Also ich glaube wahrscheinlich, dass ich euch gerade verarschen will, aber wir sind wirklich gespannt auf die Show. Hier, der Kanu. Ja. Hier sind sogar die Events, ne, von diesem Jahr. Da sind echte Pferde auf dem Bild. Ich bin gespannt. Ich glaube immer noch, dass es echte Pferde sein werden. Wir lassen uns überraschen. Und ja, jetzt nehmen wir erstmal den Dark Ride in Angriff und dann schauen wir weiter, ne? Arrrr. Hallo! Moin. Hallo! Hallo! Ich kann das jeden Tag durchgehen machen. Ist. Darf ich das auf meinem Kanal noch zeigen, sowas? Sowas? Ach so. Kritisch. Kritische Lage. Naja. Hallo. Außerdem ist das der falsche Arm. Also der richtige für meinen Kanal, aber der falsche für das, was wir gerade denken. Knollnase. Kapitän Knollnase. Rum? Rumpowder. Was? Hier war schon mal ein größeres Schild. Nee, du warst nur kleiner. Ja. Ah, und da waren Bäume. Jetzt war eine Achterbahn. Stimmt. Hallo. Das ist zu lange, ne? Boat.
So Leute, wir fahren jetzt Rafting. Dieses Jahr mal alle zusammen. Letztes Jahr, hier könnt ihr das Video nochmal sehen. Doch, ja, hier. Da bin ich alleine gefahren. Aber dieses Jahr alle zusammen. Ich freue mich drauf. Jaha. So, wir kommen jetzt gerade aus dem Rafting. Nathalie, du bist so nass geworden. Wie ist dein Gemütszustand? Ja. Okay. Das sagt, glaube ich, alles. Wir wollen Drachen fahren. Ich fand's witzig, weil ich bin ein bisschen nass geworden. Das Geilste ist, wenn man da den Drop runterkommt, man sieht nur noch so eine Wasserwand vor sich. Das ist so geil. Kommt gleich eins? Gleich kommt wieder eins. Hört ihr mit euch. Da. Hat halt schon was. Ist halt schon ziemlich geil. Von außen sieht es nicht so geil aus, aber von innen, Alter. Schön. So, jetzt machen wir noch irgendwas, um die Zeit zu. Ja, Drachenbahn, um die Zeit zu überbrücken bis zur Springer-Show. Guck mal hier. Machen nur Show heute. So toll. Oh, alle Tage. So, wir kommen jetzt gerade aus dem Drachen. Drachenbahn. Aus dem Drachen. Und ich weiß, ich hab eine viel bessere Idee. Wir können die Maus fahren. Oh. Nein. Und. Ja, eben. Oh, erstmal schießen, Leute. Ich bin noch nicht so weit, dass ich bin noch nicht so weit, dass ich einen Coaster fahren kann. Maus. Oh. Oh Gott, Leute. Das Smack-Rides-Qualität. Ja, okay. Ein echtes Smack-Produkt. Also, wir kommen gerade aus dem Drachen und mir ist nie aufgefallen, dass im Lego dann so viele Pepper-Ghost-Effekte sind. Das ist echt krass. Falls ihr euch jetzt fragt, was der Pepper-Ghost-Effekt ist, googelt es. Ich bin hier nicht euer Was-Wissen-Wolf, ja? So, und anstatt den Shooter zu machen, fahren wir jetzt Wilde Maus. Weil Matthias mal wieder seinen Willen durchsetzen eine muss. Richtig erkannt, Nathalie? Das war doch die Maus. Ja. Doch viel besser. Und Matthias muss mal wieder seinen Willen durchsetzen. Achterbahn. Oh. Schlimm. Also mal gucken, wie voll die ist. Ich will nicht anstehen. Hey. Ja, Kapazität ist auch scheiße. Ja. Ja, also haben wir jetzt Extreme Racer. Hier ist das übrigens immer noch Extreme Racer. Und ja. Ja. Übelst extrem, weil das mag Maus. Aber der hat neue Farbe, ne? Ja, nein. Doch, die haben die renoviert. Wo? Überall. Nee. Dann ist der Lack aber ganz schön im Arsch. So, wir kommen gerade aus der Wilden Maus und die haben tatsächlich Schienen ausgetauscht. Die haben den Tunnel erneuert. Die Bremsen sind jetzt Magnetbremsen. Ich bin noch nie so eine smoothe Wilde Maus von Mack gefahren. Ja, Mack sind ja so schon sehr angenehm und ruhig. Aber die Butter, richtig Butter. Und jetzt schießen wir doch noch, weil wir noch so viel Zeit haben und danach gehen wir zur Show. Heute ist einfach der Park so leer, das ist so angenehm. Ja, schön. So, meine Mäuse, wir waren gerade im Ägypten-Shooter und ja. War geil, ne? Ist ein guter Shooter. Ja, wir hatten auch mittendrin noch so einen Behinderten halt, also halt das Disabled Persons, also halt behinderte Menschen halt einsteigen können. Finde ich gut, dass es sowas gibt. Und jetzt gehen wir zur Show, ne? Ja. Ja, selbe Scheiße wie jedes Jahr. Boah. Ja, ohne Scheiße, ich würde lieber 2 Melonen fressen, als wir den anzugucken. Und nach 2 Melonen habe ich richtig Flocken. 4 Minuten. 4 Minuten. Ja. Ich hab schon geilere gegessen. Da war halt unsere Traditionsmelone. Ja. Fakta. Fakta ist echt richtig gut. So, Freunde, wir waren gerade in dieser Sturm-Springer-Show oder dieser Wassershow. Ja. Und jetzt machen wir Dschungel-Adventure etc. Diese komischen Boote, diese im Kreis. Was ist das? Keine Ahnung. Zamperla? Weiß ich nicht. Zira. So wie alles. Ich hätte jetzt Zamperla gesagt, naja. Ihr wisst, was ich meine, die Viecher hier. Und ja. Mal schauen noch. So, wir nähern uns gerade dem Grund unseres Besuches, dem Chinesen danach. Und natürlich auch der Rittershow. Vorher gehen wir noch zum Polar-Explorer, die beiden sind gerade auf. Alex ist da und der hat gerade den Lego-Park als Top-Park der Welt. Und ja, jetzt haben wir noch Explorer. Und dann gucken wir langsam mal, dass wir zur Show kommen.
Die Überschlagsdinger machen heute nicht mehr. Ja. Hallo Matthias. Es geht. Gut gepisst? Ja. Schön. Also, wir sind gerade Polar Explorer gefahren. Steht gerade immer noch an. Weil wir einfach normal fahren, weil es einfach so geil ist. Sie drückt zwar immer noch ein bisschen, aber einfach so schnell ist. Sie ist so schnell und so schön. Ich mag diese Bahn. Und wenn ich sie an Pinguine. Pinguine! Ist so schön. Ich mag Pinguine. Pinguine sind toll. Das sind halt Vögel, die fliegen können. Und leise. Putzig. Weißt du, Pinguine erinnern mich immer so an Minimenschen, die versuchen, Tiere darzustellen. So. Wir stehen jetzt hier gerade. Also, ich muss erstmal das Logo dann loben für die Klos eben gerade. Ich habe gefühlt wie so eine eigene Wohnung, das ist angenehm. Ja, so rundherum nur Wände, so schön mit Tapete und so, war ganz geil. Wir stehen hier gerade vor der Battle of the Brick Arena. Und das sind halt alle Stehplätze, ist Matthias gerade aufgefallen. Wir alle so, und Matthias so, so. Ja. Mal gucken. Ich bin gespannt auf die Show mit echten Pferden. Scheint. Ja. Ich bin sehr gespannt. Auch weil es hier wohl echt so richtig mit Show-Einlage und allem drum und dran ist. Spannend. Kann ich bitte auf die Seite gehen, da sind keine Sonne. Hier ist Backstage. Mach Mitte. Hier ist der Eingang. Backstage ist der Eingang. Und, ich kann jetzt schon nicht mehr. Vorne? Ja, bitte. Erste Reihe, beste Reihe. Gibt's eine erste Reihe? Ist das schon die erste Reihe? Das hier ist keine Erhöhung für die Kinder. Hier ist fair. Ja, hier ist. Hier ist Mitte. Nein. Nein, nicht die Mitte. Ja, aber lass hier mal. Hier. Hier ist nur ein Ausgang, hier ist wichtig. Also, hier haben wir die Bühne für König, Königin, keine Ahnung, weiß ich nicht. Wahrscheinlich. Hier haben wir schon die normalen, standardmäßigen Ritterspiele aufgebaut. Hier, ich glaube, das ist der Stabstechen. Ne, da ist der Stabstechen. Was hier vorne ist, weiß ich noch nicht. Aber ich glaube, das brennt. Das sieht so aus, als ob es brennen könnte. Keulen zum Jonglieren. Sandsäcke mit Schwertern. Ja. Holzschweine für die Speere, die während des Reitens reingeworfen werden. Ja, spannend!
der Show, die war echt gut gemacht. Also kann mich nicht beklagen. Also das Speerstechen, man sagt halt, dass mal mit Pfeil gemacht wird, habe ich so glaube ich auch selten gesehen. Also fand ich echt sehr gut. Jetzt gehen wir weiter zum Kino, weil Film läuft. Ne? Ja. 14.30. 14.30? Wie spät haben wir es denn jetzt? 13.19. Ja. Das ist jetzt doof. Das ist jetzt doof. Naja, warten wir halt eine Stunde. Nee, Ninja Go und so, ne? So, es wollen die irgendwie alle unbedingt den Film sehen. Ich habe irgendwie gar keinen Bock drauf. Die anderen wollen alle. Und deswegen gehen wir jetzt einfach Richtung Kino. Ich bin gerade noch Extreme Racer gefahren hier hinter mir. Und ja. Ich hoffe, wir kommen noch an Ninja Go vorbei. Du wolltest Drachen noch fahren. Ja, Drachen wollte ich auch noch mal fahren. Gesundheit, Nathalie. Drachen und Ninjago und Shop. Das ist das, was ich noch will. Ja. Und dann bin ich zufrieden. Und dann Buffet. Dann, mit Dinner Show. Dann bist du befriedigt. Ja. Dann liege ich glücklich hier im Park. Nice. Ich habe noch 25 Kronen über. Da kriegst du kein Eis. Da krieg ich mal gar nichts für. Doch, bei Fakta. Stockbrot. Fakta. Ach ja, ich kenn das. Ist das nicht schön? Bei geilem Wetter. Bei so einem Wetter würde die Parade im Hansapark eindeutig nicht stattfinden. Ach ja. Ach ja, ja. Matthias, warum hast du eigentlich einen Pulli an? Matthias meinte, heute ist keine Sonne. Ich? Ja. Also, wir kommen gerade aus dem 4D-Film. Und, ja, ich sag mal so, es war extrem nass, aber wäre es nicht so nass gewesen, wäre ich eingeschlafen. Ja, es war witzig, aber war trotzdem extrem nass und wäre es nicht so nass gewesen, wäre ich eingeschlafen. Das kann ich über den 4D-Film sagen. War ganz nett. Also Leute, wir kommen jetzt gerade aus Ninja Go. Right? Ich habe halt die meisten Punkte, obwohl ich gestern nur so gemacht habe, weil es halt langweilig ist. Da würde ich nur mit einer Hand, ne? Die andere nur Rest und Rest. So, ja. Auf jeden Fall gehen wir jetzt in den Shop, weil es das Einzige ist, was ich noch machen will. Und dann haben wir alles durch, was jeder noch irgendwie machen möchte. Ja, und haben wir es geschafft. Und dann haben wir noch Zeit, bis wir zum Chinesen gehen. Mal schauen. So, wir sind zurück aus dem Lego-Shop. Wir sind leer ausgegangen, weil die für dieses Lego-Park-Teil nicht 90 Öcken haben wollen, sondern 135 Öcken. Und da ist mir doch ein paar Öcken zu viel. Ja, aber was kostet das denn in Lego aus Deutschland? Keine Ahnung, ich war da dieses Jahr noch nicht. Aber laut AfD-Gruppe wohl 90. Und wir fahren jetzt Boot, weil das echt süß gemacht ist hier. So Mädels, da wir jetzt gerade Schiff gefahren sind, sind wir jetzt im Miniland, weil wir noch Zeit zu schlagen haben, bis wir zum China-Buffet fahren. Viertelstunde. Ja, 15.14 haben wir 15.30 Uhr gefahren. Haben wir ein bisschen Zeit. Muss auch noch eine Endcard drehen. Ich glaube, eigentlich sollen die Brücken hochgehen, wenn die Schiffe kommen. Nö. Nee, lohnt nicht. Das ist kaputt. So, Freunde, das war's noch wieder aus dem Legoland Besuch. Wir gehen jetzt nochmal Pipi machen und dann fahren wir weiter ins Restaurant. Restaurant. Und ja, dann verabschiede ich mich aus diesem Video und sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es heißt Live It Now. Bis dahin, ciao.